Ja, Leute, was geht ab? Mein Name ist IWCD und willkommen zu einer weiteren Folge von Dizzy vs. Dinos! Hallo, Dinos! Oh, ich bin immer noch richtiger Fan von Muffel, Leute. Diese Farben und so. Ich finde, Muffel darf das. Voll viele Dinos sehen echt kacke aus mit so übertriebenen Farben. Aber bei Muffel geht's klar mit dem roten Körper und diesen grünen Flügel sind's, ne? Genau. Das sieht irgendwie richtig, richtig geil aus. Ich bin großer Muffel-Fan. Leute, in der letzten Folge, falls ihr sie nicht gesehen habt, haben wir unseren ersten Wasser-Dino. Der ist ja voll rot. Wie viel Leben hast denn du? Naja, ich habe Leben nochmal aufgelevelt und deswegen ist es so tief. Der hat über 1000 Leben, hat er. Der hat gerade... Wie viel Prozent hat er von seinem Leben? 1960. Ja, es sind nur so 20%. Krass, wieso hat er so wenig? Super langsam lädt er auf tatsächlich. Das ist krass. Okay. Und deswegen, ich bin die ganze Zeit so ein bisschen... Ich weiß nicht, wo ich ihn hinstellen soll, weil es alles gefährlich ist. Ja, das ist halt krass. Wir müssen auf jeden Fall jetzt irgendwie schnell... Ich hab eine Idee. Ja? Plant Species X am Wasser. Schießen die ins Wasser rein? Ich glaube schon. Ich denke schon. Echt? Und dann wird es auf jeden Fall von allem ferngehalten. Ich werde es auf jeden Fall direkt mal ausprobieren. Wir machen direkt ein Beet hin und ich hole das mal alles. Aber wir müssen so oder so, ich finde es so geil, dass man hier mit Muffel reinfliegen kann. Wir müssen so oder so eine Base bauen. Ja. Für unsere Unterwasser-Dinos. Und ich gucke mal, also Beet. Brauchen wir eigentlich so ziemlich alles für. Aber, hier noch ein bisschen Stein. Ach so, warte mal. Genau, das haben wir sowieso. Wir haben ja gerade gar nichts mehr in der Base, weil, gar nichts mehr an Stein. Muss auch mal die komplette Rüstung wieder reparieren. Dafür fehlt uns Leder. Haben wir kein Leder mehr? Nee, hat ja auch was gesucht. Krass, in den Kanus also vielleicht was drin. In den Rexen, ist bestimmt was drin, weil die Rexen haben ja gegessen letztes Mal voll viel. Ah, okay. Aber ich fliege wieder mit Muffel. Da bin ich doch jetzt bequem geworden. Ich fliege jetzt jede freie Sekunde mit Muffel. Oh Gott. Ist dann die Frage, ob ich hier... Oh Gott, des Willen. Da muss ich mir noch einen Weg ausgucken. Das war... Alter Falter, um J des Willen. Sorry, Leute, für die Kamerafahrt hier. Hallo, ich will hier raus. Komme ich jetzt hier nicht raus? Ah, doch. Okay, alles gut. In den Rexen hast du gesagt. Okay. Hier ist gerade ein Rex hier unterwegs. Ja, ist Durex am Start. Was geht, Bro? Alles fresh bei dir soweit? Alles fresh, na, 580. Das ist schon mal... Da kann man sich schon mal nicht beschweren. 580 Leder. Wo ist denn die Mama? Wieso seid ihr denn eigentlich nicht zu Hause? Oh, hier ist unser jugendlicher Rexi. Boah, du bist ja echt schon richtig jugendlich. Er möchte in 3 Stunden unsere Aufmerksamkeit. Er ist bei 25%. Na gut, dann will ich dich auch gar nicht weiter stören. Ich wollte nur fragen, wo deine Mutter sich rumtreibt. Ah, da hinten ist sie ja. Mutti! Ich glaube, ich auch ein bisschen enttäuscht, dass sie sich so wenig um ihren Sohn kümmern muss. Mutti, hast du ein bisschen, ja, 300. 300 Leder hat's am Start. Das sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Dann Grammy. Kann ich eigentlich zur Tür auch reinfliegen? Oh, schade. Oh, schade, das ist ja geil. Oh, sie kannst du mir ein bisschen helfen kommen? Was? Okay. Seriously. Wo bist du denn? Oh Gott, weil ich bin die ganze Zeit nur weggeschwommen und überall... Wo ich konnte nirgendwo Pause machen. Ich hab's da wieder im Wasser. Das ist wie bei der Polizei. Wo? Unten im Wasser. Ja. Wo? Ungefähr da, wo wir gezähmt haben. Wenn du da ins Wasser reingehst, dann siehst du schon, weil ich im Kampf bin. Ich bin im Kampf gegen die Robbe. Okay, ich komme zu dir geflogen. Und ich ersticke. Ich ersticke. Oh, scheiße. Passiv und wegschwimmen? Ich bin bei Flipsy. Ja, ja. Ich bin am Wasser, komm hier, ja. Okay, ich habe keine Stamina am Abzug. Ich brauche nur ein bisschen Ablenkung, damit ich Stamina aufladen kann. Ja, ich gehe rein, Okay, ich glaube, jetzt schon wieder besser. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich mit ihm anstellen soll. Wir brauchen... Genau, hier. Das sieht ja mega geil aus. Ja, das ist die Robbe halt. Mach die Robbe. Da, aber er ist doch tot, oder nicht? Jetzt ist er tot, ja. Ich habe die ganze Zeit gegen ihn gekämpft. Alter Schwede. Das war die Robbe. Wie kannst du den denn als Robbe bezeichnen? Das ist einfach ein schwarzer Hai. Für die Fresse sah so aus, also wenn er auf dich zustimmt. Die Fresse. Das sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Okay, gut, kann ich dann weitermachen? Ja, sorry für die Unterbrechung, aber du kannst auch selbst mal ausprobieren. Sag mir, was ich tun soll, weil... Also, bleib doch einfach bei uns zu Hause, hier vorne ist doch friedlich relativ. Nee, nein, da kam Dinos an. Echt? Ja, wirklich. Ich habe da gewartet und dann kam halt die Megalodons an und der ist ja fast, ist immer noch fast down. Der hat immer noch nichts wieder aufgeladen. Okay, aber dann versuch trotzdem hier in den Strand zu fahren und hier am Strand zu parken, so ganz, ganz außen. Ganz nah hier so. Genau. Ja, aber hier, genau hier. Und dann bleib an Land. Und dann kam Dinos und dann bin ich halt von denen weg. Okay. Dann, ich kümmere mich mal direkt, ich weiß ja noch nicht, ob es wirklich klappt, aber ich kümmere mich direkt um die Plant Species X, damit die auch schnell, schnell growt, aber ich bin natürlich auch direkt. Ich bin runter von ihm und ich bin jetzt auch noch zu Fuß. Ich habe jetzt hier noch meine... Ich kann abschießen hier. Gerade sieht es echt wieder gut aus. Okay.
Okay. Alles sieht gut aus. Sorry für den Aufwand hier. Alles gut, alles gut. So, Holzi, Stroh, so, Beet. Was war denn jetzt hier noch für das Beet? So, jetzt aber Stein. Ich wollte Stein holen, das war das, was ich machen wollte. Sorry, Leute. Bisschen aus dem Konzept gebracht, alles gut. So, Stein ist im Dödel. Ja, ja, ich weiß, das, da wollte ich auch eigentlich hinfliegen. Jetzt habe ich mit dem Rex gerade hier, ja, komm, jetzt klappt's auch. Mit dem Rex gerade hier Leder geholt und habe das Stein vergessen. So, den Stein vergessen. Dödeli, wo bist du? Dödeli, unser Bester. Das Problem beim Dödeli ist, dass er ein bisschen klein ist. Deswegen irgendwie immer so schwer zu finden. So schwer zu finden, ja. Da ist ein Biber. Da ist Justin. Da ist er. Dödeli. Ich weiß gar nicht mehr, wie Dödeli heißt. Für mich bist du Dödeli. Ach, er heißt doch Dödel, ja, Träumchen. Moin. Bini, du willst aber nicht da runterspringen, oder? Nee, ich glaube, die fallen echt nicht runter. Ach du Scheiße. 14.000 Stein. Wo soll denn das alles hin? Hä? Ist das ein Bug? Das wird mir nicht im Inventar angezeigt. Item sortieren nach Gewicht. Lull. Das wird mir einfach nicht im Inventar angezeigt. Ah, jetzt wird es mir angezeigt. Die Hälfte gerade kurz droppen. Scheiße, Dödel. Jetzt ist der Dödel weggehauen, weggelaufen und ich kann mich nicht mehr bewegen. Ist auf jeden Fall wieder alles ruhig. Ich sammle mal ein bisschen Perlen. Da kann ich die Motte kann auf jeden Fall, die kann mehr tragen, als wir selber. Das ist schon gut. Das ist voll gut. Ich will nun jetzt nicht hier den aus den Augen verlieren und nachher kommt er und wird getötet. Ja, ja, nee, 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 das nicht. Okay. Ich hoffe, ich werde das Stein, aber wir haben eh so viel Stein. Komm, ich mache jetzt erstmal den, das Beet. So. Holz. Roh. Mach einfach mal direkt zwei Beete. Wahrscheinlich wäre hier noch ein fertiges drin gewesen, ne? Großes Beet. Hier wäre noch ein fertiges drin gewesen. Ah! Wieso achte ich denn nicht auf sowas? Und Plant Species Set muss auch noch einen Samen mitnehmen. Ja, weißt du, wo die sind? In der Werkbank noch eigentlich. Werkbank oder in der Kiste daneben? Werkbank sehe ich sie nicht, aber die werden dann wahrscheinlich 60 Stück oder sowas sein. Au, yo, das sollte auf jeden Fall reichen. Und dann brauchen wir noch zum Bewässern, brauchen wir noch Rohre, einfach nur so ein, oder eigentlich nur so ein Wasserding, weil hier, man könnte das ja direkt hier ran machen. So. Ah, okay, stimmt, könnte hier eigentlich reichen, stimmt, hast recht. Wasserhahn heißt es, glaube ich, ne? Ja. Wobei es gut wäre, ein Rohr mitzunehmen, falls eins da ist, dass man so eine Verteiler hier machen kann, weil ich glaube, wenn das irgendwelche Sachen abschießt, dann greifen die es ja an und dann machen sie auch das Rohr vielleicht kaputt und dann ist oben die Wasserversorgung kaputt. Also ich brauche noch so eine Kreuzung, meinst du? Ja. Wie heißen die nochmal? Verteiler? Steinabzweigrohr, Abzweigrohr. Wow. Hä? Achso. Abzweigrohr, da ist es. Okay, ich habe ein Abzweigrohr, ich habe noch normale. Ich habe auch noch ein Ansaugrohr, das brauche ich aber eigentlich nicht. So, hier sind irgendwo die normalen drin gewesen. Nehmen wir noch einfach mal aus Prinzip, einfach bevor wir nachher gleich doppelt fliegen müssen. Bisschen vertikal mit, bisschen gerade mit und dann sollte das auch eigentlich reichen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Hm, nee, gleich brauchen wir noch ein paar Wände, um dann noch ein Zuhause zu machen. Ah, ich hab's jetzt raus. Ich weiß jetzt, wie man am besten fliegt. Okay. So, was meinst du? Sollen wir die jetzt auf eine Plattform machen eigentlich? Das war eigentlich schlauer, ne? Dass man die... Oder, ne, wobei, die hat ja so Probleme, nach oben zu schießen. Ja. Was greift denn hier an? Pegomax. Ja, allein deswegen brauchen wir hier auch so ein Ding. Oh, guck mal, sie hat den einfach attackiert und der ist jetzt langsam. Wie geil! Opfer! Das ist auch total geil gegen die kleinen Fliegenden! Die uns immer alles klauen. Das meine ich. Das wird perfekt hier einfach. Das ist chillig. Okay. Eine kleine Plattform wäre nice. Meinst du? Wo ist Money hin? Nein. Wo ist Money hin? Ich schwöre, war gerade hier. Nein, wo ist Money hin? Ich habe ihn auch da gesehen. Das ist ja, hast du den auf Passiv und Flüchten oder so gemacht? Ich habe ihn auf Neutral gemacht, weil damit er, wenn er angegriffen wird, was macht. Aber schnell, wir müssen ihn suchen. Hin? Ja, suche mehr. Als ob. Money. Ich frage es, wie kann ich ihn finden? Ja, also ich flieg gerade. Eigentlich müsste ja mir der Name hier angezeigt werden, ne? Ja, ja. Der hat aber jetzt nicht einen auf Miss World gemacht und ist einfach weggebackt, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir vorstellen. Ich sehe ihn nirgendwo. Ich auch nicht. Ich sehe hier halt andere Dinos. Aber das würde ja auch irgendwo stehen eigentlich, wenn er angreift und so. Kampfmusik wäre gekommen. Ja, das war ja bei Miss World auch so. Die ist ja auch einfach weg gewesen. Nein. Ich hab ihn gefunden. Er ist weggeschwommen. Er ist weg schon mal gekämpft. Ich kann ihn nicht markieren, aber ich kann ihn auch nicht pfeifen. Ich seh dich. Genau in die Richtung, die ich fliege, unter dir. Weil er zu weit weg ist. Du schwimmst, ja. Ich sehe ihn nur mit dem Fernrohr. Jetzt hab ich ihn. Er kommt zurück.
Oh okay. Mein Gott, Alter, Manni! Okay, okay. Eieiei, aber wieso? Ja, weil er auf neutral war. Ich habe ihn jetzt auf passiv gestellt, aber ich dachte, passiv ist so gefährlich, wenn er dann angegriffen wird und nichts macht. Naja, ist es ja auch. Aber da muss ihn jemand angegriffen haben und dann so weit abgehauen sein. Komisch. Okay, also du meintest am besten noch eine Plattform, ne? Ja. Ja, die habe ich natürlich jetzt nicht mit. Nee, geht auch ohne Plattform. Macht eigentlich keinen so großen Unterschied. Ich kann das ja einfach mal. Wobei Stroh wäre nicht so geil, wobei das. Machst du so nah ans Wasser ran, dass er auf jeden Fall ins Wasser schießen kann. Okay. Aber jetzt kommt schon wieder. Jetzt wäre. Kann ja nicht auf dem Wasser platziert werden. Ja, ein bisschen näher ans. Aber warte mal, vielleicht kann ich das hier so schräg machen. Ah, das müsste eigentlich passen. Mach das hier so schräg hin. Aber da müssen wir voll langes Wasserrohr. Egal, ich mache einfach ein neues Ansaugrohr. Ja, ja. Mach das dahin. Und dann hole ich ein neues Ansaugrohr. Ist bewässert. Das ist nah genug am Wasser. Ach krass, das geht auch? Ja, voll gut. Das wusste ich gar nicht. Das kann dann einfach rein. Man muss nur ab und zu halt Scheiße rein. Das muss ich ja hier reinziehen. Müsste ich sogar noch im Inventar haben. Ja, perfekt. Dann ziehe ich das rein. Und hier haben wir Dünger. Wir werden angegriffen. Was? Oha. Ich schieße mit drauf. Ja, easy. Schaffen wir easy. Alter, ist ja echt krass. Muffel, was machst du denn eigentlich? Leckerschmecker. Ah, ist schon down, okay. So, wie lange braucht ihr jetzt, bis die am Start ist? Braucht auf jeden Fall noch länger, ne? Ja, ja. Das heißt, wie bauen wir denn jetzt am besten? Also, du kannst ja auch schon mal überlegen, wo am besten, aber wie bauen wir denn jetzt am besten das Dino-Gehege? Machen wir das mit Fence Foundations wieder? Also mit Zaun? Und dann mit Stein? Stein reicht ja, ne? Ja. Oder? Machen wir es mit Fence Foundations, oder? Oder wie können wir uns anders machen? Ich glaube mit Fence Foundations. Und dann machen wir Steinwände drauf. Okay. Ich glaube, das ist richtig. Stein und Stroh. Ich kann auch die Foundations machen. Ich dachte nur, ich muss hier bleiben, falls jemand wieder angreift hier, weißt du? Aber. Ja, nee, ich kümmere mich drum. Ist mir ein bisschen zu risky, wenn es wieder einer kommt. Weil, guck, der kam auch so aus dem Nichts. Die haben so einen riesen Akku-Radius halt. Das ist echt krank. Das ist mir so schwer. Habe ich schon wieder das ganze den ganzen Stein verbraucht? Ich glaube ja. Dann hole ich noch mal ein bisschen Steini. Ich merke gerade, wir sind so ein bisschen bei Ark wieder in der Zeit, wo es sehr viel hin und her gerennen wird. Ah, oh, ich brauche wieder Steine. Ah, oh, ich brauche wieder dies. Ah, oh, ich brauche wieder das. Aber gut, dann lasse ich es auch wenigstens nicht liegen. Wenn du das nächste Mal hochfliegst, nimm ich doch mit. Dann kann ich auch irgendwas mittragen und irgendwie mitmachen. Ja, stimmt. Aber gut, nicht, dass dann unser Megalodon da unten Probleme kriegt. Ist ja eigentlich geiler, wenn das hier offen wäre und wir dann hier so reinfliegen könnten, glaube ich. Es macht schon echt Spaß, direkt vor die, wobei, so ist eigentlich auch safer, direkt hier vorzufliegen. Okay, Zaunfundament. So, wir brauchen jetzt nur noch Holz und Stroh. Kriege ich das jetzt hier noch rein? Ja. Okay, das heißt, ich kann jetzt hier von 35 machen, ich breche das einfach gleich ab. Dann brauchen wir ganz viele Steinmauern. Ja, die kann ich dann gleich machen. Mach die Fundamente, ich mach die, und wenn du da bist und die schon mal legst, kannst du ja gleichzeitig aufpassen. Und dann kannst du auf Manni einfach rauf und das machen. Stimmt, dann wechseln wir uns ab. Schichtwechsel. 102. Und ein bisschen Fleisch müssen wir auch noch machen. Da habe ich auch nichts mehr am Start. Dann kann ich das, wobei es wird wahrscheinlich eh gleich zu schwer werden. Okay, 5 Fundamente habe ich. Dann kommt alles mit dazu. Dann ist die Frage, wir brauchen ja auch noch eine Art Tor, ne? Wie groß machen wir denn das Tor? Das machen wir unter Wasser. Das Geld eigentlich wieder sein, oder? Mhm. Also vielleicht reicht erstmal ein kleineres, aber eigentlich lass lieber direkt das große machen. Das kann man unter Wasser platzieren, ne? Ja, ja, ganz normal, ganz normal. Okay. Brauchen wir von allem 900. Haben wir davon überhaupt noch genug? Sonst sammle ich gleich. Schön. Boah, krass, wie schnell unsere Ressourcen wieder verloren gehen. Wir haben tatsächlich kein Holz mehr. Okay, hole ich gleich. Ist kein Problem. Uns fehlt tatsächlich noch Holz dafür. Ich überlege gerade, wie viel ist denn eigentlich im Biber drin? Ist der farmt ja jetzt passiv, hast du gesagt, ne? Ja. Da müsste da jetzt ja eigentlich auch was drin sein. Ich tue auch mal... Ne, die normalen Pfeile nehme ich lieber wieder mit. Pfeilis? Da. Ich guck mal, wie viel im Biber drin ist. Auch rein Interesse halber, ob der Biber jetzt echt ein guter automatischer Farmer ist. Justin? Justin, wo treibst du dich rum? Also, das Paradies ist schon fast ein bisschen zu groß.
Aber es springt echt keiner runter. Wir hatten 800. Machst du gerade Schaden? Ja, ich habe 800 Schaden gemacht mit dem Headshot mit der Armbrust. So, ich war gerade schon verwirrt. Wir machen auch ein Silo, aber ich habe auch noch nie 800 Schaden. Der andere hat irgendwie so 100 Schaden irgendwas. Der hat doch nicht einen 8-fach-Multiplikator. Aber das war da gerade. Das ist eine neue Motti. Die sieht aber auch sehr, sehr geil aus. Naja, das ist ein anderes Thema. Ja, wir brauchen wie viel hast du? Wir brauchen zwei Mottis. Wofür? Ja, wenn wir so hin und her fliegen, so aus wie jetzt. Perfekt, zwei Motten, weil wir mit denen reinfliegen können. Wie reinfliegen? Ja, man kann mit denen ins Haus reinfliegen. Ach so, willst du noch eine Motti? Wenn wir eine gute sehen, auf jeden Fall. Ja, hier ist direkt eine. Die sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr cool aus. 85. Also optisch ist die eine 1 plus mal wieder mit Sternchen. Wie viel Level war deine? Auch um den Dreh, glaube ich. Okay, dann ist cool, dann ist cool. Oh, ja, ich kann sie noch nicht angucken, weil ich komme nicht hoch, weil ich habe keinen Flugdino hier. Ich habe gar keine Torpor-Pfeile, fällt mir gerade auf. Huch. Ich habe noch welche. Oh, dann komm aber schnell. Ja, aber wie? Ich habe nichts zum Holen. Oh, scheiße. Jetzt habe ja, ich einfach... Jetzt habe ich die gebolert und kann nichts tun. Oh, nein. Ja, und dann fliegt sie ja weg gleich, ne? Ja. Da kannst nichts machen. Sorry, das war eine dumme Idee. Ah, warte mal, ich habe doch die Torpor-Pfeile hier. Ah, ich habe doch die Torpor-Pfeile hier. Ich tue sie auf den richtigen Bogen. Ja, ich habe E2. Aber wo ist denn mein Flugdino, frage ich mich. Nein, ich bin doch mit einem nach unten gegangen, dachte ich. Und jetzt ist niemand mehr hier. Wahrscheinlich, ach, da hinten steht er, glaube ich. Ja, jetzt habe ich ihn wieder. Oh, sie hat einfach keine Bohle mehr und läuft einfach wieder rum. Sie fühlt sich schon wohl im Paradies. Die gehört hier hin. Ich kann jetzt hochkommen. Ich habe es für Flipsy gefunden. Die fühlt sich einfach wohl. Boah, sieht die cool aus. Die sehen alle so cool aus, die Motten. Wo ist sie? Halt, stopp. Hier. Das sieht man jetzt gar nicht, wie cool die aussieht. Ich sehe dich immer noch nicht. Ah, da hinten, okay. Ah, nice. Die sitzt gerade in ihrem eigenen Dunst. Bei der muss man aufpassen, dass sie nicht stirbt. Ich würde auch, glaube ich, einen Headshot geben. Doch, wenn er Headshot. Aber die ist grünes Blut, ne? Die ist schon blutig. Hm, soll ich noch einen oder lieber nicht? Ja, ist schon gerade hart, warten. Ne? Lass kurz warten, die kriegt ja gleich noch. Ah, ja, da ist sie. Nice. Nice one. Ja, hier ist sie ja sowieso entspannt. Was für Fleisch kriegt die? Kriegt die Fleisch, oder? Lol, der Dödel, was er gerade wieder abgebaut hat. Ne, die braucht einfach nur Major Berries. Ah, okay. Majors! Ich glaube, meine war auch sowas um den Dreh. Ich meine schon. Majors sind da vorne. Ich habe aber selbst welche gepflückt hier. Ja, die Doris hat aber über wahrscheinlich wieder 2000 oder so. Ah, 1500. Huch. Für den ersten, ja. Ich komm zurück. Wir müssen auch, glaube ich, gar kein neues Narko-Zeug reinmachen, glaube ich. Boah, die sieht ja auch richtig, richtig cool aus. So. Okay. Ich check gerade nochmal schnell bei Money. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Holz ansonsten. Okay, bei Money alles gut. Nichts in der Nähe, was gefährlich aussieht. Boah, dieses Buggy, ey. Buggy-Ding hier. Okay. So, für das Behemoth Gate. Fehlt uns da jetzt noch was? Ne, wir haben das Behemoth Gate. Ah, wir brauchen das Ganze ja zweimal. Boah, krass. Dann fehlt uns mehr oder weniger wieder alles. Dann brauchen wir auch wieder Stroh und. Aber was, ich werde das. Stroh? Meine 6000 Stroh hast du verbraucht? Ja. Wow. Richtig krass. Wir haben nur noch 224. Das geht so schnell. Ist aber ich hole. So, aber dann habe ich schon mal das Behemoth Gate und dann kann ich auch noch die Fence Foundations hier mitnehmen. Und dann kann ich auf jeden Fall schon mal alles so setzen, dass auf jeden Fall schon mal der Grundriss sozusagen passt. Du weißt, dass Billy Girl und Durex beide ausgebrochen sind? Die sind, ja, die sind im Paradies aber noch unterwegs, ne? Ja, genau, aber die sind beide da rausgekommen. Ja, aber ich verstehe nicht wie, ehrlich gesagt. Stimmt, das ist drei hoch über. Ja, das sind irgendwo sind da noch, müsste da in Felsen und die Felsen bekommen ja auch immer wieder, auch wenn du sie abbaust. Wieso ist die Plant Species X nur noch 584 von 600 bewässert? Das ich glaube, die kriegt doch nicht permanent Wasser. Kann sein, ja, dann war sie nur von Anfang an noch, kriegt sie ja erstmal Wasser mit. Ich weiß auch nicht ganz, wo die rauskommen, aber es muss irgendwo hier am Rand sein. Ja, hier können die rüber. Ja, okay, hier können sie rüber. Ich habe gefunden, wo sie rüberkommen. Wie soll ich das machen? Wie hast du irgendeinen speziellen Wunsch oder eine Idee, wie wir das Gehege machen könnten? Da, wo die Plant Species X ist, oder... Hier sieht es eigentlich ganz schön aus an dem Baum und so. Das finde ich, sieht eigentlich ganz gut aus. Wahrscheinlich ist es echt besser direkt an der Plant Species X. Sonst setze ich einfach. Ja, setz einfach. Kein Boden als Einrasspunkt. Okay.
Hm. Ich könnte das jetzt einfach hier theoretisch hinsetzen. Ist halt die Frage, wie viel... Wir brauchen ja eigentlich nicht viel Platz, oder? Nö. Würde das ja wahrscheinlich... Also, ja, für Megalodon. Also, nicht, mach's nicht so ganz klein. Es schwebt so halb. Das ist ja vielleicht auch gefährlich, ne? Ich hol Holz, soll ich holen, ne? Ja, Holz brauchen wir auf jeden Fall. Drei Steinwände sind immerhin noch hier am Start gewesen. Das war eigentlich eine gute Position, fand ich, aber... Oh Gott, ich bin schon wieder am Stecken. Aber ich fand's nicht so geil, dass es dann auf dem Boden schwebt. Das sieht immer irgendwie uncool aus. Ich habe auch irgendwie immer dann Paranoia, dass da irgendwas drunter kommt. Ja. Okay, dann drehe ich mich wieder ein bisschen mehr so. Ich glaube, so könnte es ganz gut sein. Im Winkel. Ich repariere gerade nochmal meine Rüstung hier. Muss man ja auch mal ab und zu mal machen. So, so könnte es gut sein. Ja, so steht es auf jeden Fall komplett im Boden drin. Und der Platz reicht easy in die eine und die andere Richtung. Ja, denk schon. Denke, das sollte auf jeden Fall klar gehen. Dann mache ich jetzt hier noch die Foundations hin. Kann man nicht nochmal irgendwas... Man kann Taucheranzug irgendwann machen, ne? Ja, ja. Können wir bestimmt sogar schon, glaube ich. Das ist auch immer so nervig. Also brauchen wir auch, um so die Rüstung halt so richtig zu... Um eine dauerhafte Rüstungslösung zu haben. Ich brauche echt Wände. Snappt das eigentlich innen, aber außen nicht? Ist auch weird. Was? Außerhalb des Platzierungsbereiches? Was ist das denn? Lul. Wie weird ist das denn? Ja, gut, dann mache ich einfach hier das knapper. Ah, nicht ersticken. Sieht aber geil aus mit dem Gate, muss echt sagen. Sieht richtig cool aus. Aber es ist schon ein mega kleiner Bereich, aber ja gut, da müssen wir jetzt durch. Findest du echt? Ja, also wenn wir halt größere Dinos dann irgendwann haben, müssen wir es neu bauen, ne? Aber jetzt ist eh zu spät. Meinst du echt? Ich glaube, das geht noch. Die können ein bisschen kuscheln. Hä, wie sollst du den Mosser hier hin tun? Also zwei Mannis wird schon eng. Ja, man kann es ja nur doch immer noch erweitern. Ja, ja, müssen halt das Tor dann neu bauen. Mann, ey, wieso schätze ich mich denn hier so? Tauchen ist auch so eine Sache für sich. Ich mach das jetzt einfach so, random. Hast du zufällig Wände? Nee, ne? Doch, aber wir sollten keine Wände machen, Izzy. Guck mal hier. Guck mal, wie viele Wände wir dann brauchen bis oben. Ja, wir müssen eigentlich noch ein Gate dahin machen, oder? Stimmt. Das ist doch wahrscheinlich günstiger als... Ich hab gar nicht drüber nachgedacht, dass es ja gar nicht flach genug ist. Viele Wände es werden. Stimmt. Wow, ich habe auch nicht daran gedacht. Was? Holy. Gibt auch keinen besseren. Wieso machen wir es überhaupt hier in der Ecke? Gut, auch hier passt schon, ist schon ziemlich genau hier. Aber. Findest ja, eigentlich. Ganz schön aus. Ja, ja, nee, eigentlich ist gut. Es gibt aber keinen natürlichen Hafen oder sowas, weißt du, wo man zumachen kann. Hm. Wir könnten jetzt einfach nur straight Richtung Strand hochgehen. Dann geht's vielleicht noch, ne? Ich meine, wie sollen wir es sonst machen? Ja, ich meine nur hier, ob es irgendwo hier, wo ich jetzt gerade hinlaufe, so eine Bucht gibt, die man abschließen kann, wie das Paradies ja auch so abgeschlossen ist. Weißt du, wo du dann einfach zumachst und dann alle Seiten geschlossen sind und die dann halt niemand hinkommen kann. Kannst du mir ein paar Wände geben? Ich weiß jetzt auf jeden Fall nichts. Ich habe nur noch zwei weitere Wände, mehr habe ich nicht. Okay. Aber hier ist eine Bucht. Siehst du die Bucht? Nee, oh Gott, wir bauen das jetzt aber nicht nochmal alles neu, oder? Aber, ja, das aber ist auch gar nicht so viel, wie es aussieht. Solange du noch kein Tor gemacht hast, wäre es hier ideal. Weil hier ist eine richtig schöne. Weil hier ist ja, aber du hast noch nicht das Tor selbst reingemacht, nur ein Torbogen. Weil hier kommt man nur von einer Seite rein, hier ist ein richtig schöner Innenbereich. Es geht direkt gegenüber. Hier, siehst du, wo ich schwimme? Mm-mm. Ich bin genau gegenüber. Ist halt nicht mehr dann zu Fuß. So gut, aber man fliegt ja, ja eh aber wir eigentlich reißen doch nicht das Behemoth-Gate jetzt wieder ab. So ja, viel ist das nicht. Das Hälfte wird so schlimm, aber wir haben einfach so 40 Wände im Nichts gemacht. Die kosten ja gar nichts. Das hört sich jetzt erstmal krass an, aber die kosten ja nichts. Ja. Schon. 40 Wände. Allein 10 Wände sind 800 Stein. Das heißt, 40 Wände sind dann 2400 Stein. Ha, allein das hat der Dödel schon im Inventar. Na gut, Stein haben wir echt viel, ja. Der hat sogar 12.000 im Inventar. Na gut, aber falls wir irgendwann mal größer machen, können wir auf jeden Fall da hinten das sehr gut machen. Da können wir, also es ist perfekt eigentlich. Oh nein. Was los? Ich bugge hier wieder so ganz komisch. Ja, okay, falls wir das mal größer machen, okay. Aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal für die nächsten Folgen. Okay. Okay. Ach, hast du kein neues Holz geholt?
Nein, noch nicht. Ich kann es jetzt aber holen direkt. Oh mein Gott, wie hell ist es denn bitte bei uns zu Hause? Oh, jetzt kann ich es endlich mal sehen. Das ist eine Katastrophe. Wieso Katastrophe? Ja, guck es dir mal an, Alter. Ja, boah, ist das... Alter, man kann nichts mehr sehen, man kann nicht mehr rausgucken. Aua, das tut einfach nur weh in den Augen. Was ist das denn bitte? Alter. Guck mal, man sieht draußen nichts mehr. Man könnte so eine geile Sicht nach draußen haben, so abends, aber nee, man sieht gar nichts mehr. Guck mal, ich hab die beiden ausgemacht, das ändert gar nichts. Die sind beide aus. Ja, weil hier außen ist auch noch eins, das zeigt ja auch noch voll aufs... Hä? Wieso ist das so hell? Sind die wirklich aus? Das hier ist noch nicht, das ist noch an, glaube ich. Jetzt habe ich auch ausgemacht. Hast du draußen auch noch irgendein Licht? Nein, es reicht einfach die. Reicht es irgendwo, ach, das was an ist. Es reicht ein Licht, dann ist es alles. Mach die alle aus und dann. Ja, so! Das ist hier nur ist der hier. Es ist allein der hier, der so übertrieben ist. Oh, guck mal, wie geil das jetzt aussieht, wie das Licht aus ist. Oh mein Gott, wie geil das jetzt aussieht, wie das Licht hier reinfällt. Siehst du das? Ja, ja. Ist einfach von so viel geiler. Ja, das ist Licht von außen, aber. Ja, ja, ich ja, weiß, aber man bräuchte halt das gedimmteste Licht. Ja, man bräuchte das gedimmte Licht. Ja, oder man muss den Spotlight halt eher hier vorne und zum Beispiel hier in diese Ecke. Und wenn du dein Gamma nicht hochstellst, ist es viel zu dunkel. Das ist nur, wenn du das Gamma hochstellst. Ich hab Gamma unten. Achso, ne, ich hab's ein bisschen. Stimmt, das recht. Wenn das Gamma auf 2,4 ist, was normal ist, dann sieht das hier richtig. Aber hier mit den beleuchteten Ecken finde ich geil. Aber jetzt komplett da drin so. Also. WTF. Also. So mach das nochmal aus. Mach nur das hier an. Katastrophe, Alter. Das sieht so schlimm aus. Es reicht, dass ein Licht an ist, dann siehst du draußen nichts mehr. Ja, sieht voll komisch aus. Ja, dann dürfen wir nur so die Ecken beleuchten. Ja, ja, das Ding ist, wir so müssen das als passives Licht benutzen, genau. Und es indirekt geht gerade voll. Du, ja. Indirektes, passives, wie auch immer, Licht benutzen. Und jetzt gerade viel zu krass. Crazy. Okay. Na gut. Okay, Freunde, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Holz sammeln und ich würde sagen, das machen wir aber dann bis zur nächsten Folge, dass wir da direkt weitermachen können. Ich hoffe, es bleibt soweit alles safe, aber wir machen sonst wieder hier eine XXL-Folge und wir sind gerade am Vorproduzieren und haben heute echt, echt viele Folgen aufgenommen, weil wir jetzt beide wieder weg waren. Das heißt aber, ab der nächsten Folge sind wir wieder zurück und können dann auch wieder auf ganz entspannt auf eure Kommentare eingehen. Also, wenn ihr jetzt hier was drunter schreibt, vorbei... Ah, wahrscheinlich schon unter der letzten Folge wäre es gewesen. Die Ansage kam ein bisschen zu spät. Naja, Leute, das soll es auf jeden Fall mit der heutigen Folge gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn wir jetzt ja, kein wirkliches Geld mehr am Start haben, beziehungsweise kein richtiges Dino zu Hause. Ich finde es da unten ganz gut. Es wird natürlich jetzt ein bisschen viel Arbeit mit den Wänden, aber ich glaube, das geht schon klar. Mufti und ich, der eigentlich Muffi heißt, machen uns jetzt hier gemütlich oben auf dem Dach, gucken uns jetzt hier schön den Sonnenaufgang an und ich weiß nicht, wo der DNR ist. Wo bist du eigentlich? Ich gucke noch mal, ob manches niemand kommt, weil noch ist ja immer noch frei und gefährdet das hier. Das ist jetzt das Ding, Leute. Aber wir taken es auf jeden Fall. Sie nehmen das Leben nicht zu Ende. Morgen um 18 Uhr geht es ja wieder weiter beim DNR. Bis dann, mach's gut. Und Tschüssikowski.